In der Zwischenzeit. Ja. Wir stehen hier. Wir können jetzt natürlich erstmal noch nichts. Erstmal hier Autosave. So, und wir müssen jetzt erstmal die Leiter holen. Die liegt da vorne ja noch rum. Jetzt, wo Watson weg ist. Bin ich mal gespannt jetzt hier. Ja, damit. Dass der Watson da vorne noch da rumsteht. Das, boah, da hätte ich aber ganz schnell gemacht, dass ich da wegkomme. So, und jetzt hier ganz schnell zu der Kiste. Können wir die Leiter mal hier hinstellen. Das klappt hoffentlich. Leiter auf die Kiste. Das ist so ein Ding. Das Bild, das wäre definitiv ein Fall hier für unsere Arbeitssicherheitszeitung. Da waren auch immer so lustige Bilder. Leiter auf die Kiste und das Ganze noch irgendwie mit einem Einrad unterstützt oder so. Der Weg ist frei. Knips, knips. So, ich bin drinnen. Jetzt muss ich Moriarty finden. Aber das kann ja nicht so schwer sein, so ein Professor Moriarty, den finden wir bestimmt recht zügig. Hier hat sich wohl der Besitzer dieses Jahrmarktstandes immer aufs Ohr gelegt. Das haben die dann einfach dagelassen, oder wie? Man hier. Die Zielscheibe einer Wurfbude. Ein Löwe ist darauf abgebildet. Das Rechnungsbuch für diesen Jahrmarktstand. Nein, das ist nicht nötig. 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 Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Der Umschlag ist verbeult. Merkwürdig. Jetzt vielleicht der hier? Der Umschlag ist verbeult. Merkwürdig. Dann entlocken wir dem Buch mal sein Geheimnis. Es war ja abzusehen, dass man hier dann da so aufschneiden musste. Das war jetzt ein... Was haben wir denn da? So eine Formel oder so eine Geheime Kacke. Geheime Abrechnungen. Der Standbesitzer hat sein Geld wohl nicht nur mit dieser Wurfbude verdient. Da ist außerdem ein merkwürdiges Gedicht über Tiere. Tiere, Tiere, seid ihr fein? Sollt alle in mich rein. Rübenschnaps, 3x9 Flaschen, Lieferung am 11. in Klammer Dienstag, Gesamt 8 Pfund. Tabak und Heu, 50 Päckchen, geschnittener Tabak, Lieferung am 11. Dienstag, Gesamt 2 Pfund. Information SY, 10 Pfund. Gekauft. 12 ausgewachsene Ratten von Tom. Verkauft. Restaurant Luigi für das Tagesgericht. 10 Schilling. 2 Revolver. Farbbänder für Schreibmaschinen. 20 Pfund. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Na, den Löwen haben wir ja schon. Ja, die Ratten im Restaurant vertickt. So, was haben wir hier? Noch ein Zettel. Mal sehen. Eine Hyäne wartete darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen und es wagen, dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Also mit den Tieren, das ist so ein bisschen seltsam. So, da haben wir auch hier gleich den schönen Schimpansen. Die Kasse der Wurfbude. Geld ist nicht darin zu finden, aber eine hölzerne Zielscheibe. Ah, eine fehlt noch, wie es aussieht. Das ist eine Wurfbude für Kinder. Sie müssen Lederbälle auf Zielscheiben in Form von wildlebenden Tieren werfen. Es besteht ganz klar ein Zusammenhang zwischen dem Gedicht aus den geheimen Abrechnungen und den tierförmigen Zielscheiben der Wurfbude. Und da unten ist noch was. Hinter dem Plakat scheint irgendetwas zu sein, aber es klebt fest. Ja, das ist doch ein Fall für das Messer. Elementar, da ist ein Versteck. Interessant. Oh. Sei mal her. Ich kann kein Schlüsselloch zum Öffnen dieses Verstecks erkennen. Ich brauche... So, dann können wir den Löw... Dem darf ich brauche...
Darf ja keiner den Rücken zuwenden. Der Aff. Und jetzt fehlt noch der Elefant. Den Elefant haben wir noch nicht. Der ist auch hier nicht. Müssen wir erst Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihre Aufmerksamkeit erregen. Ja gut, diskret also. Wir müssen jetzt erstmal ganz diskret suchen, ob wir... Lag da noch was? Ob wir noch irgendwie den Elefant finden. Der müsste sich ja hier auch irgendwo noch verborgen haben. Hm. Hier ist natürlich blockiert. Da liegt er da. Ah ne, das ist die Giraffe. Die Giraffe die konnte nur zusehen. Zielscheibe einer Wurfbude. Eine Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Hm. Oh, die haben noch richtig schön Telefon gemacht. Guck mal, da einfach mal so quer rüber gehängt. Noch die Wäsche drüber. Läuft. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Eine Telefonleitung. Ja, abhören können wir das Ganze jetzt anscheinend nicht. Ich wackel auch hier ein bisschen rum, dass ich nicht immer hier die Leertaste drücken muss für den sechsten Sinn von Holmes, weil das irgendwie ein bisschen dumm ich kommt. Ich brauche... Ja, natürlich, du brauchst die Giraffe. So. Und jetzt spielen wir Tiere anordnen. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Ah, den können wir noch umklappen. Ne, so, jetzt müssen wir erstmal hier die Gazelle. Das ist die Gazelle. Runter damit. Und die wendet dem Löwen den Rücken zu. So, der Schimpanse war am Rande des Dschungels. Dann schieben wir den mal ganz nach da hinten. Und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. So, dann heißt das, die Giraffe konnte nur zusehen. Das heißt, die guckt in diese Richtung. Und der Schimpanse wahrscheinlich in diese Richtung. So, die Gazelle, die liegt. Eine Hyäne wartete darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Das heißt, den so. Und der Elefant, der kann hier weilen und den Rücken zuwenden. So, und die sind dann beide... down. Bringen Sie mit Hilfe der Notizen die Zielscheiben richtig an. Die Gazelle ist tot, es ist gefährlich einem... Ah ja. Das heißt, wir müssen hier mal kurz ein bisschen... So. Und sie muss hier dem Löwen den Rücken zuwenden, muss dann aber so... Oder kommt der vielleicht... Vielleicht kann der dem dann den Rücken zuwenden. So. Die Gazelle ist tot. Sie hat nämlich hier dem Löwen den Rücken zugewendet. Nur der Elefant kann weilen und es wagen, dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Das hat er gemacht. So, die Gazelle ist tot. Der Hase, die Hyäne wartet darauf, dass der Hase den Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Ich sehe jetzt hier halt auch kein Hasenloch. So. Dies missfiel der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. Ah ja, okay. So, das ist ja jetzt hier die Giraffe. Und ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte, weil er gerade in die andere Richtung guckt. Oder da gerade irgendwas vom Boden aufrafft. So. Und die Giraffe konnte nur zuschauen. So. Die müssen ja alle dem... eigentlich hier den Kopf zudrehen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Der acht und so, der ach so. Also ist der Aff 8 tot? Warte, der Aff ist wahrscheinlich schon 8 kaputt. So, hat er nicht bemerkt, dass der so... Ja, der guckt jetzt zwar in die Richtung. Die Giraffe hat zugeguckt. So, und die zwei. So.
Der Elefant kann hier weilen und das machen. So, und die Gazelle ist tot, weil man dem Löwen den Rücken nicht zudreht. Ja? Und dann ist die unten und dreht dem Löwen den Rücken zu. So, der Löw kann das also nur der Elefant kann dem Löwen also den Rücken zudrehen oder kommen die dann doch so hin? Und eher so. Aber jetzt ist er halt nicht mehr direkt am Löwen. Hyäne wartete darauf, dass der Hase seinen Bau verlässt und das missfiel. Das missfiel der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. Und hier ist die Giraffe und sie ist ja hier neben dem Geier. Zurücksetzen, schließen, Anleitung. Ja, ich weiß ja nicht. Ist der Affe jetzt tot oder nicht? Müssen die anderen Tiere dem Affen alle den Rücken... Nee. Die Giraffe schaut ja hier zu und der Affe ist ja am Rand des... Ach, komm. Das war's. Kinderleicht. Ja, Entschuldigung, aber das war jetzt wieder so... Mal sehen, der Löwe musste jetzt auf die andere Seite, wo da jetzt hier der Rand des Dschungels ist, ist irgendwie nicht genau zu definieren gewesen. Und wir sehen, die Reihenfolge war einfach korrekt, fast. Ja. Ob die jetzt links oder rechts angeordnet sind. Die schwarze Kasse der Wurfbude. Ich frage mich, was mit dem Besitzer passiert ist. Grundlos ist er sicher nicht ohne seine Ersparnisse gegangen. Ja, also sorry, dass ich das jetzt, aber wo ist hier der Rand des Dschungels? Das ist halt so ein bisschen... So, wir haben jetzt die Kasse der Wurfbude, das schöne Schwarzgeld. Vielleicht können wir uns jetzt hier ein bisschen so... ein bisschen durchmogeln. Ich weiß ja nicht, was wir mit der Knete machen wollen. Aber der Besitzer der Wurfbude, da hat Holmes schon recht, der verschwindet ja nicht so einfach. Offen. Wir hören hier auch den Motor laufen da draußen. Guck mal, wie schön. Dieses Gebäude beherbergte einst einen Wanderzirkus. Das hier ist der Durchgang für die Zirkusarbeiter. Mhm. So, aber schon. Ach, was für ein Gestank. Hier müssen Wildtiere untergebracht gewesen sein. Ja, das stört den Kollege da draußen, aber nicht wirklich. Ah, ist nicht ganz so offensichtlich ein Arzneischrank. Für Notfälle nehme ich an. So, und da können wir vielleicht das Schlösschen lässt hier. Lässt sich. Gut, da brauchen wir also noch einen Schlüssel. Wir haben ja bald wahrscheinlich einen medizinischen Notfall hier zu beklagen. Ich bedauere die Tiere, die hier eingesperrt waren. Die Unterkünfte sind nicht besonders groß. Ja, wen wundert's. Ein Wanderzirkus. So. Muss man hier ist nichts Interessantes. Sehen immer nur da den Typ da rumlaufen. So, und hier können wir aber aufmachen. Jetzt bin ich mal hier... Ach, da liegt noch das Gerippe rum, aber er kann uns auch nicht Dieser sehen. Dieser Käfig wurde mit Brettern verdeckt, damit man von außen nicht hineinsehen kann. So, und da liegt Gerippe und das Scheißhauspapier. So. Ah, und ein Ding. Ein Schlüssel. Oh, das wird der für den Medizinschrank sein. Aber altes warum? Verbandszeug. Scheißhauspapier, hätte ich jetzt gesagt. Eine überdimensionale Spritze. Vermutlich für große Tiere. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Käfig kranke Tiere behandelt wurden. Ja, und die umliegenden Knochen, die deuten darauf hin, dass dies nicht so wirklich erfolgreich stattgefunden hat. So, jetzt mal gucken, was der Schrank hier sagt. Ganz offensichtlich. Ein Arzneischrank für Notfälle und auf damit. Lediglich eine Flasche mit Äther. Ja, den können wir doch gut noch gebrauchen. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen. In der Tat hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir mit dem Äther die Wache lahmlegen sollen. Ich muss hier etwas hinlegen, um die Aufmerksamkeit der Wache zu erregen. Ja, den schönen Äther. Ne, das schöne Geld. Jetzt haben wir es. So, das dürfte die Wache interessieren. So, und hier können wir dann den schönen Äther. Ich brauche etwas. Altes, alles deutet... Hm.
Noch mehr Geld. Können wir den Ether damit irgendwie... Nee. Noch 4 Geld. Gut, und wir verstecken uns hier. Wo verstecken wir uns hier? Wir müssen ja irgendwo noch ein... Ja, das heißt, wir müssen hier gehen. Ach, wir müssen hier, jetzt habe ich das verstanden, wir müssen hier eine Spur aus Geld hinlegen. Und hier vorne natürlich noch, das... Ach, der peilt ja gar nichts. Warum liegt denn da Geld? Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm!